Liebe Freundinnen und Freunde, Bert Brecht fordert, ein jeder rede von seiner Schande. Ich rede von der Schande unseres Landes und die heißt Schwarz-Gelb. Diese Regierung ist schändlich, sie ist ein Ausgeburt an Hochmut und an Rücksichtslosigkeit. Mit einer Kanzlerin, die den Herbst 2010 ihren Herbst der Entscheidungen nennt, der aber ein Herbst der Restauration ist. Mit einer Regierungsarroganz, die Lobbyunterstützung, die Lobbymacht vor Gemeinwohl stellt, die das Land spaltet, die das Land blockiert mit Geschenken an Reiche, an die Atomkonzerne, an die Pharmaindustrie, an Hoteliers. Das Land blockiert und spaltet mit sozialer Ausgrenzung von Benachteiligten und Armen, mit populistischer Hetze gegen die Minderheiten. Nicht mehr präsidieren, sondern eiskalt durchregieren. Das ist jetzt das Prinzip Merkel. Aber gegen diese Politik sind tausende Menschen in Bewegung. Das Land ist in Bewegung. Bürgerinnen und Bürger, die sich wehren gegen den Zynismus und die Arroganz der Macht. Und, liebe Freundinnen und Freunde, diese Gegenwehr, die ist das Gegenteil von Demokratiemüdigkeit und das Gegenteil von Politikverdrossenheit. Nein, sie ist Schwarz-Gelb-Verdrossenheit. Und sie ist die großartige Aneignung einer demokratischen Bürgergesellschaft. Und diese Bürgergesellschaft, sie fordert Partizipation ein, Transparenz, sie fordert Teilhabe ein, sie fordert, gehört zu werden, sie fordert auf, dass sie mit einbezogen wird in Entscheidungen. Das tut sie in Demonstrationen auf Straßen und Plätzen. Wir erleben es in Stuttgart, wir erleben es im Wendland, wir erleben es im Protest gegen die Abwälzung der Krise auf die Allerschwächsten. Der Regierung, die das provoziert und die so politisch eskaliert, sage ich voraus, ihr seht kein Land mehr. Wir haben Nordrhein-Westfalen gedreht und das Nächste, was kommt, ist Baden-Württemberg. Und ihr habt es gesehen, wir werden und wir können es schaffen. Und dann, liebe Freundinnen und Freunde, dann brechen alle Dämme. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir den Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Merkel und ihrer schwarz-gelben Koalition erleben. Und auch unser Parteitag wird genau das beschleunigen, dieses notwendige Ende. Dieser Herbst, liebe Freundinnen und Freunde, der hat es aber auch für uns in sich. Wir sind doch Teil dieser unterschiedlichen Bewegungen. Wir sind mittendrin. Wir packen mit an. Wir geben Orientierung. Wir führen den Dialog und wir führen Dialog und nicht Monologe. Wir führen den Dialog mit der Anti-AKW-Bewegung, mit vielen mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern, mit der globalisierungskritischen Bewegung, mit Christinnen und Christen, mit Gewerkschaftern, mit ganz vielen. Und wir haben diesen Dialog auf eine ganz neue Ebene gehoben. Und das ist ein großer Erfolg grüner Bündnisfähigkeit. Und das ist auch bitter nötig, denn wir Grüne sehen nicht zu, wie eine gefährlich falsche Politik unsere Gesellschaft in tausend Stücke zerreißt. Schwarz-Gelb steht für Spaltung. Wir wollen den Zusammenhalt stiften. Und ich bin überzeugt, das wird immer mehr unsere historische Aufgabe. Den Zusammenhalt stiften als Partei des Gemeinsinns und der Solidarität und nicht als Partei der Partikularinteressen und der Wolfs- und Ellenbogenmentalität. Und genau dieses grüne Engagement möchte ich mit euch zusammen weiterführen, als Bundesvorsitzende. Streitbar, glaubwürdig, integrativ, damit wir dieses Land nach vorne bringen. Als lebendigste, als mutigste, als engagierteste Kraft, als aufrechte und als aufrichtige grüne Partei.
Liebe Freundinnen und Freunde, wir tun es jetzt schon, aber lasst es uns weiter tun. Lasst uns weiter an unseren grünen Inhalten arbeiten. Damit werden wir verknüpft, mit unseren Inhalten. Und als gelernte Rock'n'Rollerin weiß ich, die Bühnenshow, die bringt gar nichts, wenn der Song nichts taugt. Also, lasst uns unsere Konzepte weiterentwickeln. Lasst uns unser Profil weiter schärfen. Und gerade in dieser Woche der harten, der klaren politischen Gegensätze geben wir hier von Freiburg ein Signal. Wir gestalten die Zukunft. Wir sind die Alternative zu einer Politik, die wir bei der CDU erlebt haben, am Anfang dieser Woche in Karlsruhe, die eine knallharte Rollback-Retropolitik ist. Wir gestalten die Zukunft gegen den Rollback in die 80er Jahre. Und ich sage Frau Merkel, liebe Frau Merkel, wenn wir Grüne über Energie viele Stunden diskutieren, wenn wir über Kommunalfinanzen uns auseinandersetzen, wenn wir morgen über Gesundheitspolitik hoffentlich lebendig streiten, dann sind das doch wahrlich keine Wohlfühlthemen, Frau Merkel. Dann sind das genau die Themen, bei denen es einem schlecht werden kann, wenn man sieht, was Schwarz-Gelb in diesen Bereichen anrichtet. Was tun wir Grüne? Wir reagieren auf diese Atomkoalition mit einem ganz entschiedenen, breiten zivilgesellschaftlichen Kampf gegen die Laufzeitverlängerung, für die erneuerbaren Energien, für eine nachhaltige Klimapolitik, für die Ökologisierung des Wirtschaftens, weil genau das neue Arbeitsplätze schafft. Und gegen die bodenlose Ignoranz eines Herrn Brüderle, der es entweder nicht versteht oder der es nicht verstehen will. Wir streiten für den ökologischen Generationenvertrag, gegen die Ressourcenverschwendung, die genau diesen Generationenvertrag konterkariert. Wir streiten gegen Zukunftsvergessenheit und Technologiefetischismus. Warum? Nicht, weil wir technikfeindlich wären, liebe Freundinnen und Freunde. Nein, weil wir nicht vergessen, dass wir die Erde von unseren Kindern nur geborgt haben. Und genau das ist die ethisch-moralische Dimension unserer Politik, die es bei den anderen nicht gibt. Und das macht uns stärker als alle anderen. Wir klagen an, eine Ursula von der Leyen, die mehr und mehr ein eiskalter Engel ist, die den Reichen spendet und die Ärmeren noch ärmer macht. Und ich klage an einen Philipp Rösler, der das solidarische Gesundheitssystem zerschlägt. Denn was heißt es denn, wenn die Regierung den Wert der Gerechtigkeit mit Füßen tritt? Das ist doch Ex und Hop für Kinder aus den armen Familien, für Alleinerziehende, für Alte, für Kranke, für Arbeitslose und für viele Migranten. Vor allem ist diese Politik etwas ganz anderes als christliche Hinwendung zum Nächsten. Und da kann Frau Merkel den Papst 1000-mal heranziehen und bemühen. Die Union hat ihr C verraten, sie hat ihr S entsorgt, liebe Freundinnen und Freunde. Und zusammen mit den Ex-Liberalen hat sie für viele Menschen in unserer Gesellschaft, in unserem Land, nichts mehr zu bieten als eine Welt vor Fremdheit, der Kälte, der Ängste und als ein tiefes Gefühl von Wertlosigkeit, was sie vielen Menschen vermittelt. Und das ist die Spaltung, gegen die wir den Zusammenhalt einer Gesellschaft organisieren wollen. Und sie verstecken das hinter der glitzernden Fassade einer neoliberalen Politik. Lasst uns Grüne diese Fassade runterreißen. Lasst uns streiten für eine Gesellschaft, in der Solidarität, in der Verteilung, in der Beteiligung
Grundkonsens sind, Humus sind unseres Zusammenlebens. Lasst uns streiten für eine Gesellschaft, in der die Bildung nicht vom Geldbeutel abhängig sein darf, in der die Gesundheit nicht vom Geldbeutel abhängig sein kann. Lasst uns die Partei der Gerechtigkeit sein, denn ohne Gerechtigkeit ist alles nichts, liebe Freundinnen und Freunde. Und natürlich erwarte ich von dieser mutigen grünen Partei, dass wir laut und ohne Wenn und Aber unsere Stimme erheben gegen die Sarrazine und die Seehofers, gegen die Rechtspopulisten in diesem Land, die Menschen, die sozial sowieso schon sehr oft am Rand stehen, jetzt auch noch versuchen, kulturell auszugrenzen, sie zu beleidigen und sie zu diffamieren. Die Ausgrenzer, liebe Freundinnen und Freunde, die Ausgrenzer, sie sind doch die wahren Integrationsverweigerer. Sie sind die Nachzügler des Kulturkampfes. Sie sind nicht angekommen in der Gesellschaft des Deutschlands 2010. Sie wollen Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte de facto ausbürgern. Sie wollen ihnen ihre Heimat nehmen. Und ich sag euch, da werde ich wirklich wild. Ich lasse nicht zu, dass man Ekin Cem, dass man Ali, dass man denen ihre Heimat nimmt. Unsere Heimat Deutschland, die gehören dazu und die anderen müssen sich erstmal integrieren in dieses moderne Deutschland. In dieser Frage bin ich wirklich hardcore realer. Denn Multikulturalität ist Realität und sie ist keine Illusion. Und diese Realität, die erkennen wir an und die wollen wir demokratisch gestalten mit einer republikanischen Integration der Verschiedenheit, selbstverständlich auf der Basis unseres Grundgesetzes. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir in unserem Land eine neue Aufklärung brauchen, wieder den menschenfeindlichen Geist der Ausgrenzung und des Ressentiments. Und lasst uns Grüne die Partei dieser Aufklärung sein. Die Partei, die für Vernunft in der Integrationspolitik kämpft und zum Beispiel den Islam endlich in Deutschland einbürgert. Die Partei, die für Humanität in der Flüchtlingspolitik streitet, in einem Europa, an dessen Grenzen das Sterben endlich aufhören muss. Die Partei, die für Menschenrechte auch in Deutschland eintritt, in der man Flüchtlinge nicht mit 200 Euro abspeisen darf im Monat. Die Partei, die für Bürgerrechte und Datenschutz eintritt, ohne Vorratsdatenspeicherung, auch nicht als Leitvision, für eine Netzpolitik eintritt. Denn in der digitalen Welt, liebe Freundinnen, da helfen keine analogen Gesetze. Eine Partei, die die Ängste der Menschen um ihre Sicherheit sehr, sehr ernst nimmt, aber die Ängste nicht schürt und die als Lösung nicht den Abbau des Rechtsstaats anbietet. Der Rechtsstaat muss sich gerade in schwierigen, in gefährlichen Situationen beweisen. Also lasst uns die Hüter und Hüterinnen des Rechtsstaats sein. Wir Grüne, wir sehen anders als die anderen die großen Krisen der Welt in einem Zusammenhang. Finanzen, Klima, Armut und Hunger. Denn wir definieren Verantwortung global. Und wir definieren sie nicht als Außenwirtschaftspolitik mit Unterstützung der Bundeswehr, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir agieren auch nicht wie ein Entwicklungsminister, der gleich im Military-Outfit durch Afrika patrouilliert. Das Land, liebe Freundinnen und Freunde, das Land ist in Bewegung.
Und wir spüren doch, wir spüren neue Chancen und wir spüren große Herausforderungen. Wir haben uns in vielen Bereichen Meinungsführerschaft erarbeitet. Wir sind auf Augenhöhe mit den ehemaligen Volksparteien. Wir regieren in Nordrhein-Westfalen im Respekt, gleichberechtigt. Zwei Frauen, die gleichberechtigt in Verantwortung für die Menschen in Nordrhein-Westfalen regieren. Da kann sich so mancher SPD-Mann noch was Gutes dran abschneiden und runter von seinem Pott kommen. Und ich sage euch auch, wir sind der neue Hauptgegner der Union. Gut, sie greift uns brutal an. Sie versucht uns als Dagegenpartei zu denunzieren. Lasst sie uns fragen, wer ist denn die Gegenpartei in diesem Land? Ist das nicht eine Union, die gegen die Zukunft der folgenden Generationen Politik macht, die die Zukunft dieser Generationen blind verzockt? Das ist die Dagegenpolitik. Wir haben gute Umfragewerte, ja. Darüber freue ich mich, darüber freuen wir uns, aber wir flippen ja nicht aus, denn wir wollen ja nicht bloß Herbstmeister sein. Cool bleiben ist erste grüne Pflicht. Grünen Hype, der ist für uns keine Droge, genauso wenig wie grünen Bashing uns in die Knie zwingt, liebe Freundinnen und Freunde. Wir lassen uns nicht hoch und wir lassen uns nicht runterjatzen. Wir machen unser Ding. Wir führen weiter den Weg der grünen Eigenständigkeit. Die macht uns stark. Die ist auch nicht beliebig. Die ist nämlich goldrichtig. Wir schärfen unser Profil als wertebasierte, als moderne, als linke Reformkraft in unserem Land. Wir gehen nicht den leichten Weg, sondern wir gehen den richtigen Weg. Wir lassen uns nicht einreden, dass skurril ist, was nicht zum Mainstream gehört. Und bitte lasst uns versprechen, wir sind nicht bescheiden, wenn es um unsere Ziele geht und wenn es um unsere Visionen geht, überhaupt nicht bescheiden. Denn wir wollen eine gerechtere Republik. Wir wollen ein ökologisches, soziales, verantwortliches Leben, das die Zukunft garantiert. Und ich sage euch auch, wir werden anecken, immer dann, wenn es Not tut. Wir werden eines ganz sicher nicht liefern. Wir werden kein grünes Bad Godesberg liefern. Wir machen nicht auf grün Leid und wir springen auch nicht auf einen Volksparteikarren, der schon lange ins Museum gehört. Nein, wir sind grün, wir bleiben grün. Wir setzen auf Vielfalt, nicht auf eine One-Man-Show wie bei der FDP oder auf die Verheißung des Messias wie bei der CSU. Wir setzen auf Kompetenz, auf Kreativität von starken Frauen und Männern, um die sich die anderen, ja, mei, die würden sich ja die Finger abschlecken, wenn sie nur einen Ansatz davon hätten. Und ich sage euch, und das will ich nur sagen, wir können es schaffen, wir können es schaffen, dass nächstes Jahr das erfolgreichste Jahr in unserer Parteiengeschichte wird. Was müssen wir schaffen? Wir wollen die letzten weißen Flecken auf der grünen Landkarte, die wollen wir beseitigen. Wir wollen rein in den Landtag in Sachsen-Anhalt. Wir wollen rein in den Landtag in Rheinland-Pfalz. Wir wollen rein in den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern. Wir wollen in Bremen gestärkt grün weiter regieren, gestärkt weiter regieren. Und in Baden-Württemberg mit Kretsch und mit euch, in Berlin mit Renate und mit euch, da spielen wir auf Sieg und nicht auf Platz. Und ich bin überzeugt, wir können es schaffen. Wir können es schaffen, wenn wir nicht vergessen, dass das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Politik, in unsere Glaubwürdigkeit das größte Kapital ist. Und um Vertrauen bitte ich euch auch, ganz persönlich. Ich möchte weiterkämpfen mit euch für den nächsten großen grünen Schritt. Das möchte ich tun mit Empathie, mit Leidenschaft, manchmal ziemlich bunt, manchmal vielleicht für manchen zu schrill, aber ich will das tun, so wie ich bin, mit der Doppelspitze, mit Cem,
Mein Name ist Claudia Roth, ich bin Schwäbin aus Bayern und ich kandidiere für den Bundesvorsitz.